Hallo ihr Lieben, heute drehe ich ein Valentinstag-Tutorial und zwar diesen Look hier. Es ist ein bisschen pink und hier im Außenwinkel ein bisschen verdunkelt mit so einem Schwarz und den Rest ist ein bisschen natürlich gehalten worden. So, ich denke wir fangen mal an und zwar tue ich meinen Lippen ein bisschen vorbereiten mit dem Body Shop Born Lippy Strawberry Lip Balm. So sieht die Verpackung aus. Und dann fangen wir auch gleich an mit den Augen. Und zwar benutze ich den pinken hier. Ich weiß jetzt nicht, wie die Farbe heißt. Und zwar mit so einem Pinsel. Das ist der Blending Brush von e.l.f. Nehme ich so das pinke und verteile das schön in den Lidfalten. Tut mir leid für das Lichtverhältnis, aber es geht leider nicht besser. Ach ja, vorher habe ich noch den Primer aufgetragen von Art Deco. So, und dann benutze ich den Hello Kitty Palette. Und zwar trage ich zuerst die Farbe Joghurt auf das ganze bewegliche Lid auf. So. Dann mit dem fluffigen Pinsel. Oh, das war der Pinsel von Sigma E55. Und jetzt trage ich den 224er mit dem Rumping. Dann klopfe ich den überschüssigen Lidschatten ein bisschen ab und dann verblende ich das wieder in den Lidfalten. Dann verblende ich das Ganze gut mit dem E40 von Sigma. Wieder mit dem E55 nehme ich wieder Joghurt. Das wird als Highlight dann verwendet. So. Und dann mit dem 217 nehme ich den Black Tide, nein, Satellite Black, und male mir am äußeren Augenwinkel so einen V-förmigen Thank you.
So. Dann verblende ich das Ganze wieder ein bisschen. So. Dann nehme ich so einen kleinen Pinsel, das ist der von der Zoeva. Nehme ich wieder Satellite Black und male mir am unteren Wimpernrand eine feine Linie. So. Dann benutze ich den Superline Duo und male mir einen Lidstrich. Dann male ich mir noch am oberen Wasserlinie noch nach. Und das ist der Feline von MAC. Und dann am unteren Wasserlinie benutze ich den von NYX Pure White. Das ist die Slide On Kajal. So, dann für den äußeren Augenwinkel, also die inneren Augenwinkel zum Highlighten, benutze ich den Fresh Eyes von MAC. Es war limitiert. Das ist eine Mineral Eyes. Mineral Eyes Eyeshadow. Und das ist die 219 Pencil Brush. So. Dann als Mascara, zuerst durch meine Wimpern formen mit der Wimpernzange von Tweezerman. Dann nehme ich falsche Wimpern Volume Express von Maybelline New York und trage eine Schicht Mascara auf. So. Und dann als Blush benutze ich Coralista von Benefit, trage es mit einem Angle Brush F40 auf. So, und als Lippenstift trage ich Sirup auf von MAC. Ganz natürlich. So. So sieht das Ganze aus. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bye!